Einen schönen guten Morgen nochmal, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading, der zweiten Sendung am 11. März. Wir hatten vorhin das Fund schon unter die Lupe genommen im Sinne der News und der weiteren negativen Perspektive. Wir wollen uns mit einem ganz anderen Underlying jetzt zuwenden, nämlich dem DAX und dem bullischen Wahnsinn. Tatsache ist, wir haben wieder unlängst ein neues Allzeithoch markiert. Die Lage ist extrem überkauft in dem Zusammenhang. Wir haben hier in aller kürzester Zeit hier massive Aufwertungen gesehen, wie wir das hier im Stundenchartintervall jetzt nochmal unter die Lupe nehmen können. Die Tendenz, dass wir hier tiefere Rücksetzer machen, um schönere Einstiege sozusagen zu finden, die erfüllte sich nicht. Sie sehen, der DAX hat sich hier direkt am ersten Supportbereich um 11.450 Punkte herum stabilisiert und dann ging es eben hier seit dem gestrigen Nachmittag nach oben und das wohl bemerkt, liebe Zuschauer, obwohl der US-amerikanische Markt buchstäblich einbrach. Und das ist hier schon eine relative Stärke, die hier in Europa zu sehen ist. Also hier der Anzug des Kapitals nach Europa ist ungemein hoch. In Amerika herrschen eben hier die Zinsanhebungsängste und man sieht hier eindeutig die Diskrepanz zwischen den Entwicklungen. Der DAX hier weiter auf Bullenkurs, gerade eben hier mit dieser jetzigen Stabilisierung über 11.525 Punkten hier. Diese Zone, schauen Sie sich das an, das war hier einst ein Widerstandslevel, immer wieder umkämpft im Sinne dessen, dass hier die Bullen und Bären sich hier einen Schlagabtausch lieferten und heute hier direkt zum Handelsstart in der Früh wurde von diesem Level ausgehend dann der Aufbruch hier noch viel mehr zu neuen Höhen gestartet. Und hier in der JFD 24-Stunden-Indikation haben wir auch schon das Niveau von 11.700 Punkten überboten, nämlich hier mit einem Hoch von 11.703. Tatsache ist, und da sehen Sie aber auch sehr schön, dass wir jetzt hier schon an einem oberen Limit angekommen sind. Der RSI Oszillator in 14er Periodeneinstellung hat hier schon beinahe Niveaus von 80 erreicht. Das gab es in den letzten Tagen nicht, aber immer wenn wir hier in solche überkauften Bereiche eingetreten sind, sehen Sie hier sehr schön, immer wieder von oben nach unten mit der Fallperspektive hier sehr, sehr schön zu sehen, dass der Markt dann erstmal in eine Seitwärtsphase, Schrägstrich abwärts gerichtete Phase überging. Das zeigt auch, ich will Ihnen ganz kurz mal den MetaTrader zeigen, die Trading Station als solche, die hier den DAX und hier den Xetra DAX darstellt und wir sehen hier dem DAX in der JFD 24-Stunden-Indikation mit einem Indikatorenlevel von 99%. Was heißt das? Das hier ist eine Summe von 146 Oszillatoren und Indikatoren, die praktisch hier rund um die Uhr bewertet werden. Und hier gibt es Werte von minus 99 bis plus 99. Und alles, was eben über 50 ist, hier in diesem Fall lila oder unter 50, in dem Fall dann bärisch rot, das heißt hier signifikante Überhitzung. Also der Markt ist so extrem überkauft, nahezu bei jedem Indikator und Oszillator stehen wir hier am oberen Limit. Das muss natürlich in der Trendbewegung nicht bedeuten, dass der Markt jetzt umkehrt. Vielmehr könnte es natürlich direkt weitergehen, aber so ein bisschen scheint die Luft raus. Zumal wir hier aktuell schon 202 Punkte gelaufen sind. Der Durchschnitt ist gerade beim Xetra DAX um die 130. Moment, mal gucken. Hier unten ist der Xetra DAX genau 137 Punkte im Schnitt während der letzten 14 Tage. Und hier die Cash-Indikation 121 liegt natürlich daran, dass hier der 24-Stunden-Handel noch mitwirkt. Aber Sie sehen, dass hier rein das Range-Limit schon deutlich überboten wurde. Was kann denn hier noch kommen? Das ist die gute Frage. Wenn wir den DAX uns jetzt näher anschauen, wir müssen diese Linie hier wegmachen. Das war Wunschgedanke, dass wir hier im Bereich 11.300 vielleicht nochmal zum Zuge kommen. Aktuell muss man jetzt vielmehr davon ausgehen, dass es hier nochmal ein Pullback gibt zum Unterstützungslevel. Sie sehen, aus einem Widerstandsbereich wird wieder eine Unterstützung, nämlich hier die Marke von 11.600 Punkten. Das heißt, gute 100 Punkte könnte der DAX jetzt nunmehr jederzeit nochmal nach unten abdriften, um dann letztlich hier eine Stabilisierung zu finden und von da nach oben abzuprallen. Das wird definitiv interessant, aber wir haben hier die Aussicht, dass der Index dieses Niveau durchaus nochmal im Sinne eines Pullbacks testen könnte. Würde mich nicht überraschen, also insofern geben Sie ruhig mal Obacht, was da passiert. Und hier lassen wir uns jetzt von einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie mal leiten. Auch hier versuchen wir mal eine Parallelprojektion. Sehen Sie, das klappt nicht ganz, aber wir können es mal so darstellen. Also ich rechne zumindest kurzfristig hier in jedem Falle mit einer Konsolidierungsphase. Ansonsten alles weitere nach oben lässt sich hier schlichtweg kaum einfangen. Das nächste Ziel wäre 11.750, 11.800, aber dafür scheint die Range heute, wie gesagt, ausgeschöpft. Auch wenn wir uns jetzt hier den Tageschart anschauen, hier der Rücksetzer, diese blaue Perspektive, unlängst eben hier, dass wir uns oberhalb von 11.350, 11.400 Punkten fangen, wurde tatsächlich mit dem gestrigen Tief bei 11.401 Punkten erfüllt. Unglaublich,
Wie gesagt, ein Stück weit tiefer hätte ich mir den DAX noch gewünscht, gerade mit so einem Intraday-Spike nach unten. Dazu kam es aber nicht. Diese Aufwärtstrendlinie hier seit Anfang Februar hat weiterhin Bestand. Und wir sehen, dass wir jetzt daran arbeiten, diese obere deckelnde Trendlinie zu durchbrechen. Das gelang mehrfach nicht während der Vergangenheit. Und wir sind, wie gesagt, overrange. Also der Tag ist schon deutlich über den durchschnittlichen Bewegungsimpuls hinausgelaufen. Also entweder sehen wir hier heute nochmal leichte Rücksetzer und laufen hier weiter innerhalb dieses leichten Keils nach oben, oder wir brechen hier direkt raus und dann, liebe Zuschauer, ist 11.800 sicherlich nur ein Zwischenziel in Richtung 12.000 plus. Unglaublich, aber wahr. Tatsache jetzt, oberhalb des gestrigen Tagestiefs sind die Bullen unverändert im Vorteil und es kann durchaus zu einem Ausbruch kommen. Wenn wir heute zum Beispiel über 11.700 Punkte aus dem Handel gehen, dann wäre per Close diese Trendlinie überwunden und das wäre dann doch schon wieder mal ein sehr, sehr bullisches Signal. Also Sie sehen, die Märkte, insbesondere der DAX, ist hier wirklich im bullischen Wahnsinn und man kann sich hier kaum dagegen stellen. Man sollte sich nicht dagegen stellen, gerade in so einem Bullenmarkt. Hier fehlen noch die klaren Umkehrsignale, die wir allerdings bei den US-Amerikanern eben schon seit einigen Tagen sehen. Die relative Stärke lässt hier aber, wie gesagt, keine Schwäche derzeit zu. Insofern muss man den DAX-Bullen reiten. In Amerika bietet sich hier sogar viel mehr ein, den einen oder anderen Short im Sinne der heutigen Erholung vielleicht zu starten. Wir werden das am Nachmittag über Live Trading TV nochmals beleuchten. Da begutachten wir dann die US-amerikanischen Märkte. Bis dahin, liebe Zuschauer, wünsche ich Ihnen jetzt erstmal eine gute Mahlzeit. Jetzt gleich Mittagszeit in dem Zusammenhang, wo ich mal runterfahren und mal abwarten, was dann hier am Nachmittag noch die Amerikaner da bieten. In dem Zusammenhang einen schönen Tag und bis später, wenn Sie mögen. Ihr Christian Kemmer.